Einen wunderschönen und ein frohes neues Jahr, hier ist Krone SK. In der heutigen Folge von Ungelöste Mysterien geht es um ein Mysterium, welches von den einen als bedauerlicher Unfall und von den anderen als übernatürliche Erscheinung bzw. als Geisterschiff bezeichnet wird. Es geht um das Schiff SS Orang Medan. Entschuldigt bitte, wenn ich es falsch ausgesprochen haben sollte. Die SS Orang Medan ist ein Schiff, welches im Juni 1947, es gibt aber auch Quellen, die behaupten im Februar 1948, einen sonderbaren Funkspruch abgegeben hat, welches zwei Schiffe in der Straße von Malakka erreichte. Diese beiden Schiffe hießen The City of Baltimore und die Silver Star. Die SS Orang Medan war ein holländisches Frachtschiff. Der Funkspruch, welcher an diesem Tag von der Orang Medan kam, lautete, dass der Kapitän, alle Offiziere und der gesamte Rest der Besatzung tot seien. Darauf folgten völlig verwirrende Morsecodes, die letzten Endes mit der Nachricht endeten: Ich sterbe. Der Silver Star gelang es schließlich, das unbeschädigte Schiff auszumachen, und die Crew der Silver Star unternahm einen Rettungsversuch. Sie fand das Deck der SS Orang Medan übersät mit Leichen vor. Die gesamte Besatzung und der Hund waren tot, aber körperlich unversehrt. Plötzlich brach ein Feuer im Laderaum aus, sodass die Rettungscrew das Geisterschiff verlassen musste. Der Bericht dazu besagt weiter, dass es kurze Zeit später eine Explosion gab. Das Geisterschiff brannte aus und versank. Interessanterweise war zu dieser Zeit kein Schiff diesen Namens in Holland registriert. Doch waren die Angaben der Silver Star und der City of Baltimore derart detailliert, dass die Geschichte glaubwürdig wirkt. Es gibt nun verschiedene Theorien, die besagen, dass das Schiff am Schmuggel von Medikamenten und Chemikalien aus Asien beteiligt war. Angeblich gab es auch einen Überlebenden namens Jerry Rabbit. Er stellte sich als angeblicher erster Offizier der SS Orang Medan vor und berichtete auch, dass sich in dem Frachtraum einige Chemikalien, darunter zum Beispiel Nitroglycerin, befanden. Er behauptete, er sei mit ein paar anderen vom Schiff geflohen, um den Tod zu entrinnen. Die anderen 6 Besatzungsmitglieder, mit denen er floh, starben angeblich bei der Flucht, während er überlebte. Kurze Zeit nach der angeblichen Aussage verstarb der Offizier selbst. Zu diesen Theorien, wie auch zu dem ersten Offizier, fehlen bis heute allerdings handfeste Beweise und glaubwürdige Dokumente. Bis heute bleibt der Tod der Mannschaft der SS Orang Medan ein Mysterium. So viel erstmal zum Fall selbst. In verschiedenen Quellen habe ich gelesen, dass die Außentemperatur ca. 43 Grad Celsius betrug, während es im Inneren des Schiffes äußerst kalt gewesen sein soll. Angeblich haben die Leichen erschreckte und verzerrte Gesichtsausdrücke gehabt, wie auch der Hund. Doch sind die Quellen in dieser Richtung nicht eindeutig. Viele verschiedene Seiten behaupten jeweils etwas anderes. Deswegen wollte ich hier nur den harten Kern bringen, der in jedem Bericht gleich ist. Ich hatte auch eine Weile überlegt, ob ich den Fall hier überhaupt bringe, weil die Berichte dazu stellenweise wirklich widersprüchlich sind und weil es zum Teil klingt wie eine Romangeschichte. Da aber die Besatzung der Silver Star äußerst glaubwürdig gewesen sein soll, scheint die Geschichte wohl zu stimmen. Was davon jetzt allerdings alles stimmt und was nicht, das sei jetzt mal dahingestellt. Doch was haltet ihr davon? Wie glaubt ihr, ist diese Mannschaft zu Tode gekommen? Waren Chemikalien geladen? Waren es Geister? War es etwas anderes? Im Übrigen wird auch nicht genau gesagt, wo dieses Schiff gewesen sein soll. Ich habe jetzt mehrfach an der Küste Sumatras gelesen, beziehungsweise in der Nähe Sumatras. Aber ganz sicher ist auch das nicht. Aber egal, ob man sich jetzt fragt, wie die Mannschaft zu Tode kam, wo das ganze Szenario stattgefunden hat oder ob es das Schiff überhaupt gab, es ist und bleibt ein Mysterium.